Und damit seid ihr gegrüßt. Man ihm Zweige genommen habt und Elodum zu Let's Test Resident Evil 3 Remake HD Demo Version. Oha, ich habe Angst vor diesem Startbildschirm. Ja. Na dann. Starten wir mal ein neues Spiel. Die Demo spielen und den Albtraum erleben. Oh ja, das kann ja nur ein Albtraum werden, wenn diese Figur drin vorkommt. Ja, worauf habe ich mich eingelassen? Auf geht's. Ja, das Hauptspiel kann sich von der Demo unterscheiden. Ist klar, deswegen ist es eine Demo. Auf geht's. Die neue Plage breitet sich erschreckend schnell aus und hat bereits die gesamte Innenstadt. Ja. Hey Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja, nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Superkopf. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Umbrella Corporation ist jetzt gut und möchte Leuten helfen. Ist gut. Und das ist Jill Valentine. Das ist Resident Evil, spielen Resident Evil, oder? Das ist immer noch dasselbe Franchise. Das ist Resident Evil 3. Oder irre ich mich da? Was geht denn hier ab? Okay, dann erkunden wir mal Redstone Street, wenn ich das richtig gesehen habe. Sind wir in Minecraft. Bin mir nicht sicher, ob ich da hochgehen soll. Das halte ich für eine eher blöde Idee. Ich kann da hoch lang gehen. So tue ich es einfach mal. Titelseite in der Boulevardzeitung. Das werden wir uns nicht durchlesen. Okay, warum genau gehen wir hier hoch? Überlebende retten oder wie? Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterwerk, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Oh, grünes Kraut.
werde ich brauchen. Schießpulver. Das brauche ich ja Schuss. Messer haben wir mit dabei. Hier haben wir. Objekt kombinieren. Zum Beispiel das hier. Ein Stück Kräuter. Können wir die auf die 1 legen? Können wir benutzen. Okay, das Messer ist auf der 4 und die Schusswaffe auf der 2. Okay, da muss ich mich ein bisschen noch dran gewöhnen. Was ist das für eine hübsche Figur? Hübschen Anführungszeichen. Nee, ich verschwende keinen Schuss. Okay, was haben wir hier? Kite Boards Railway. Okay, hier haben wir eine Kiste. Können wir die mit dem Messer aufkriegen? Ja, Wurzkraut, sehr schön. Kombinieren. Schade. Können nicht kombinieren. Nur früher finden können. Okay. Jumpscare 3, 2. Minus 1, minus 2. Auf den Kopf ziehen. So viel Schuss verbraucht für einen Zombie. Ich habe eine Seitengasse. Das soll schon schief gehen. Pistolenmunition. Ach, Scheiße. Gleich Zweier. Na komm. Hier brennt's. Schnell ausweichen. Ah ja. Wir gehen gleich die Schüsse aus. Ich hab keinen Schuss mehr. Verdammt. Ist etwas dumm. Hier vielleicht ein paar Schuss drin. Schießpulver. Das hilft mir auch nicht weiter. Ich muss die Leute messern. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von mir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du und bestimmt wird etwas Feuer fertig. Leck mich. Vielleicht kann ich mit dem Messer. Ich habe eh keine Munition mehr. Hä? Kann ich nicht. Womit soll ich das dann? Oh, Kacke. Vielleicht kann ich aber da lang. Ich kenne die, wie ich das löschen kann. Es wird gemessert. Na, fantastisch.
keine Munition. Ich habe keine Munition. Wo finde ich Munition? Munition, Munition, Munition. Und wir die nicht alle messern müssen. Muss doch irgendwo Munition rumliegen. Erste Hilfespray. Okay. Jetzt kann ich doch bestimmt kombinieren. Oh, ich habe Munition. Warum zum Heck? Ach, scheiße. Vom Lärm erwacht. Hier will ich meine Munition eigentlich nicht verschwenden. Und so, jetzt bin ich hier. Wo bin ich eigentlich? Verdammt! Ich sollte vielleicht mal heilen. Wenn es noch nicht kritisch ist. Verdammt. Ach so, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Fantastisch. Vielleicht wenigstens einen von denen umbringen. Verdammt! Das läuft nicht so gut. Kann ich da vielleicht lang? Okay, kann ich lang? Tresorcode habe ich natürlich noch nicht. Tagebuch des Drogeriebesitzers. Schön und gut. Schießpulver. Ich habe immer noch keinen Plan, wie ich das Schießpulver verwende. Ach, damit mache ich mir einen neuen Schuss oder was? Ach du Scheiße. Bleib liegen. Pistolenmunition. Versuche halt irgendwie einen Weg drum herum zu finden, dass das nicht löschen muss. Das wird's wahrscheinlich aber nicht geben. Ach du Kacke! Mein Bein. Stirb. Verdammt, kann ich hier irgendwas kriegen? Auch welche Schießpulver. Ist noch mehr davon. Heilung vielleicht. Kräuter. Ich glaube, ich habe mal wieder welches nötig. Das ist Hilfespray. Oh, das Kraut ist hier drin. Was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Das kann ich nicht kombinieren. Merkwürdig.
Ach du Scheiße. Stell mich echt blöd an. Und dann mal daneben schießen. Ach du Kacke. Schießpulver. Kann ich gebrauchen. Oha, Flintenmunition. Jetzt bräuchte ich erstmal eine Flinte. Schade. Grünes Kraut. Kann ich Sachen verstauen? Brauche ich hier eine Demo noch nicht? Gemischtes Kraut. Holzenschneider. Der könnte hilfreich werden. Wir sind immer noch nicht wirklich weiter. Wir sind schon wieder im Kreis gelaufen. Verdammt. Lass uns doch von jedem Zombie beißen. Ich wollte gerade schießen. Verdammt. Ich muss da aber lang. Verdammt! Kann man den Biss nicht abwehren? Kacktrick. Ich brauche viel zu viel. Ein Bolzenschneider sollten wir doch jetzt. Wo genau lang gekommen? Können wir den Bolzenschneider hier wichtige Objekte verwenden, wenn sie ein Objekt öffnen, Tür und benutzen. Das können wir nicht. Und Ketten und Kabel. Was für ein Dreck. So wird aber noch nicht durchkommen. Ne, waren wir schon mal, aber. Kinderspiel auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir hier. Munition verschwenden können wir. Ketten und Kabeln. Da hoch können wir nicht. Irgendwo habe ich doch schon mal eine Kette oder ein Kabel gesehen. Aber doch irgendwo ein Schrank, wo doch jetzt schon was vor war. Wir hatten doch hier irgendwo was. Ich erinnere mich. Oh, Kacke. War das hier drin? Ach, der lebt immer noch. Bleib liegen.
Irgendwo hat man einen abgeschlossenen Schrank. Kommen wir doch jetzt bestimmt lang. Na bitte. Ich habe nicht mehr viel Schuss. Hier waren wir noch gar nicht drin. Verdammt. Kacktrick. Muss das zweimal hintereinander sein. Ich habe, glaube ich, keine Heilung mehr. Ein Feuerwehrschlauch, na fantastisch. Müssen wir nur noch irgendwie rauskommen hier. Handgranate. Könnte ich gebrauchen. Ich habe hoffentlich den Feuerwehrstock nicht weggeworfen. Okay, da brauchen wir erst eine zweite. Sache für. Oh, hier. Dafür ist es gut. Eine Flinte. Inventar ist voll. Was werfen wir denn weg? Das Geld können wir nicht wegwerfen. Das ist sehr betrüblich. Werf mal die Hand weg, Handgranate weg. Ich brauche mal die Flinte. Das ist auf der 1. Notiz der U-Bahn. Ich muss hier raus. Ich habe jetzt was brauche. Um das Feuer zu löschen. Okay, ich komme auch ohne den klar. Ich kann leben oder auch nicht. Er lebt nicht wirklich. Ach, scheiße. Ich habe nicht viel Munition dafür. Ach du Scheiße, da komme ich nicht mehr durch. Wie komme ich denn jetzt zurück? Bin doch schon mehrfach im Kreis gerannt. Bin ich hier lang? Ne, da bin ich scheinbar noch nicht lang. Jetzt können wir hier lang. Pistolen, Muni. Verdammt. Ich werf das hier weg. Handgranate kann ich nicht gebrauchen. Dann kriege ich doch was um die Ecke.
Ach du Scheiße. Gerade ist Kraut weggeworfen. Können wir bei den Donuts durch oder wo geht's hier lang? Erste-Hilfe-Spray, na toll. Müssen wir erstmal wegschmeißen. Was anderes. Ich glaube, hier war eine Sackgasse, oder? Pistolenmunition. Kommen wir nicht durch. Ich auch nichts. Mit nur Zeugs ablegen. Jetzt aber genauso wenig wie es wegzuschmeißen. Moment. Die Pistolenmunition haben wir jetzt wieder. Ich habe die Orientierung verloren. Wie kommen wir jetzt zurück? Im Zweifel da lang, wo wir gekommen sind. Da können wir auch irgendwie nicht mehr lang. Und wie kommen wir durch die Tür nicht mehr durch? Verstehe ich nicht. Es gab doch mehrere Wege. Sind jetzt alle blockiert. Durch den Laden war keiner davon. Orientierungssinn wie eine Brust. Bin ich nicht hier durch den Laden gelaufen? Ah, hier. Ah, der Große. Na toll. Ich sollte weglaufen. Glaub. Den kriegen wir so leicht nicht. Erste Hilfe-Spray. Jetzt. Feuerwehrschlauch benutzen. Und der kommt mir auch nicht in die Zwischensequenzen mit. Der große Mann. Ach du Scheiße. Was bist du denn? Danke fürs Spiel. Abschlusszeit 24 Minuten. Aha. Jetzt kriegen wir noch einen kleinen Trailer. Okay.
Da haben wir auch mal die Demo-Version von Resident Evil 3 HD Remake gespielt. Und auch diesem Monster sind wir begegnet. Ja, Däumchen nach oben sollte es gefallen haben, mir beim Spielen zuzuschauen. Ja. Das Mülltütenmonster. Fantastisch. Oder auch nicht. Dann habt ihr noch einen angenehmen Tag und ja. Schaut beim nächsten Video wieder rein. Man sieht sich. Rote Rinne. Bye bye.